Herzlich willkommen zurück bei TAF. Hätten Sie mal Lust auf einen Herzinfarkt, dann empfehlen wir Ihnen den Heart Attack Grill. Ja, den gibt's in Amerika und die werben tatsächlich damit, dass man mit ihrem Essen seine Gesundheit gefährden kann. Ja, denn im Heart Attack Burger Grill, da gibt es den fettigsten und heißesten und kalorienreichsten Burger der ganzen Welt. Genau, der hat nämlich 8000 Kalorien und falls Ihnen davon schlecht wird, kein Problem, Krankenschwestern sind vor Ort. Was ist denn hier nun die Attraktion für hungrige Bäuche? Gigantische Fresstürme oder doch eher die sexy Bedienungen? Naja, das Auge ist ja bekanntlich mit. Willkommen im Gourmet-Tempel der amerikanischen Art. Heart Attack Grill. Zu Deutsch, das Städte zum Herzinfarkt. Fettiger, ungesünder, mehr. Das ist die Devise. Eigentlich bin ich wegen der Mädchen da, aber das Essen ist auch gut. John Bassos nennt sich Dr. John. Er setzt ganz darauf, dass nicht nur ihm der Magerkult in Amerika zum Hals raushängt. Dagegen verordnet er seinen Landsleuten pures Fett. Gesund essen, das ist nicht gut. Es ist ein bisschen verrückt, das ist es, wofür es wert ist zu leben. Ich sage immer, nutze den Tag, genieße. Jetzt schaue ich mal nach den Patienten, die diesen ungesunden Sachen hier bestellt haben. Und während in Europa Biomilch serviert wird, trifft Dr. Johns Fettspritze in Amerika den Nerv der Zeit. Wenn Sie jetzt hier daran sterben, dann sterben Sie wenigstens glücklich. Das ist das Wichtigste. Niemand möchte mit 98 in irgendeinem Bett, in irgendeinem Krankenhaus sterben. Stirb wie ein Champion. Gut aussehende Mädchen um dich herum, großartige Burger. Zur Mittagszeit lockt die Fleischeslust ganze Massen an. Auch der Außenbereich füllt sich allmählich mit Gästen. Die Mitarbeiter eines Casinos sind hier zum Mittagstisch. Swainsworth ist einer von ihnen und bestellt den vierfachen Bypass-Burger. Jeder von uns ist doch fett. Amerika ist doch das fetteste Land der Welt. Um 10 Dollar hat er gewettet, dass er die 8000 Kalorien am Stück verdrückt. Hey, wo sind meine Pommes zu dem mickrigen Burger? Was, du willst auch noch Pommes? Na klar, tödliche Pommes. Kommt sofort.